Mein Name ist Max Schlichter. Heute treffe ich meinen Bandkollegen und Bruder im Geiste, Jo Halbig. Wir machen seit über 15 Jahren gemeinsam Musik. Nach einem riesigen Hype, über 100.000 verkauften Alben und Touren durch ganz Europa haben wir 2009 unsere eigene Plattenfirma gegründet. Hier mussten wir uns intensiv mit dem Musikbusiness und Möglichkeiten zur Eigenvermarktung auseinandersetzen. Jo ist Experte für Marketing, Management und arbeitet unter anderem für Künstler wie Casper, Kraftklub und Jennifer Rostock. Wir sprechen über Selbstmanagement, Plattformen für Musikveröffentlichung, Community, Crowdfunding, Möglichkeiten im Musikmarkt und vieles mehr. Zeig's dir. Ganz neue Situation, ne? Mega, freu mich. Cool. Ich würde gerne anfangen und zwar mit deiner persönlichen Motivation. Wann und warum du angefangen hast, Musik zu machen? Was hat dich angetrieben? Also als ich angefangen habe, Musik zu machen, da war ich so circa 12, 13. Also ein gutes Alter, um Mädels zu beeindrucken. Und dann war meine Motivation einfach, raus auf die Bühne zu gehen, auf einer Bühne Konzerte zu spielen. Ich habe eine befreundete Band gesehen und habe gemerkt, wie die mit den Leuten interagieren und was da für Feedback zurückkommt. Und da dachte ich mir, okay, das will ich auch machen. Als wir eine Band gegründet haben, da war mir eigentlich von Anfang an relativ klar, oder es war uns allen klar, dass wir das jetzt nicht nur machen, um irgendwie im Proberaum zu stehen und für uns vier zu spielen, sondern wir wollten eigentlich von Anfang an wirklich viele Leute erreichen. Und das war eigentlich so der Gedanke dahinter. Und natürlich erreicht man nur viele Leute, wenn man erstmal auf sich aufmerksam macht. Egal, ob das jetzt erstmal in der Schule ist, bei seinen Freunden oder dann auch in Zeitschriften, im Radio, im Fernsehen und so weiter. Das kommt dann alles später. Aber am Anfang war es erstmal wichtig, allen Leuten erstmal zu erzählen, wir haben eine Band. Alles, wo du mit Leuten in Berührung kommst, wo du mit neuen Leuten sprichst und dich traust zu sagen, hey, ich mach Musik, ich bin Künstler und ich will, dass mehr Leute davon erfahren, ab dem Moment machst du eigentlich Promotion und bewirbst dein eigenes Projekt. Man hat ja am Anfang vielleicht oft das Gefühl, das, was ich mache, egal ob es der Wunsch ist, in einer Band zu spielen, zu singen oder Musik am Laptop zu machen, Hip-Hop-Beats zu bauen, manchmal hat man ja das Gefühl, ich bin vielleicht der Einzige, der das will und der das möchte. Sprich doch mal mit deinen Kumpels drüber, weil vielleicht ist einer dabei, der gerne Fotos macht. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin, die gerne Videos macht. Dann mach doch du die Musik dafür. Vielleicht dreht sie dafür dein nächstes Video oder die eine Homepage basteln können. Es ist also für mich, glaube ich, ganz wichtig und unerlässlich, wenn man Musik macht, dass man auch Leute findet, die vielleicht auch Freude haben, dein Projekt zu unterstützen. Also so dieses zusammen Musik, Bilder, Kunst machen, das macht ganz viel Spaß und deswegen tauscht euch darüber aus, es hilft euch am Ende allen. Also der große Traum, kann ich irgendwie nachvollziehen? Klar, wenn man jetzt irgendwie so eine große Vision hat, ne, und einen Traum und ich will es wirklich reißen, ich will richtig Gas geben, dann muss man ja auch irgendwie zu Potte kommen. Also der erste Schritt ist natürlich, Konzerte zu spielen, weil du, glaube ich, wenn du Musik machst, bei uns im speziellen Fall war es jetzt eben Rockmusik, da sind natürlich Konzerte erstmal so der wichtigste Schritt, um erstens mal sich selber vielleicht auch ein bisschen besser kennenzulernen, wie ist man so auf der Bühne, beherrscht man seine Instrumente, dann natürlich auch der Austausch mit dem Publikum und Konzerte sind einfach eine super Möglichkeit, um auf einen Schlag mehrere Leute zu erreichen und darunter sind vielleicht wieder Manager oder andere Bands, die sagen, hey, wir laden euch bei nächsten Monat zu uns aufs Konzert ein und darüber entsteht natürlich auch ein Austausch mit der Musik. Also Konzerte sind definitiv ein ganz wichtiger Schritt, um Leute auf sich aufmerksam zu machen. Und abgesehen davon machen sie natürlich unglaublich viel Spaß. Wenn man jetzt allerdings sagt, man ist zum Beispiel eher in der elektronischen Musik zu Hause und bastelt zu Hause seine Beats, sind Konzerte eigentlich erstmal nicht das Vordergründige. Das ist dann was wirklich sehr Schönes, wo man dann Stück für Stück reinwachsen kann. Aber da fängt es eigentlich für gewöhnlich eher so an, man bastelt was zu Hause, man hat einen coolen Song, einen coolen Beat und dann stellt man das erstmal ins Internet und daraus ergeben sich unglaublich viele Möglichkeiten. Ich meine, es gibt
ganz viele Rapper, Künstler, Bands, die genau auf diesem Weg jetzt in den letzten Jahren berühmt geworden sind. Und zum Beispiel Crow war ein Beispiel in Deutschland. Sehr erfolgreich, hat einen Song, ein Video ins Internet gestellt und innerhalb von ein paar Wochen hat er so viele Fans übers Internet gefunden. Da sieht man, wie schnell das dann gehen kann. Du fängst ja an, Musik zu machen und hast natürlich wahrscheinlich irgendwie deine Vorbilder. Man braucht ja immer so eine gewisse Zeit, bis man so seinen Sound findet, als Band oder als Hip-Hopper, als Elektro-DJ. Man braucht ja so ein bisschen Zeit und genauso ist es, glaube ich, auch in dem geschäftlichen Teil einer Musikkarriere. Auch da muss man natürlich die ersten Schritte irgendwie gehen und für sich selber feststellen, womit fühle ich mich wohl, spiele ich lieber Konzerte, will ich lieber im Hintergrund bleiben, will ich viel von mir preisgeben, will ich nicht verraten, wer ich bin, will ich viele Presseartikel oder nicht, will ich auf Facebook stattfinden oder nicht. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, um sich selber zu finden als Künstler. Geil, ja, ich meine, es gibt ja so viel Konkurrenz auch durch das Internet natürlich. Das ist nochmal so die andere Seite. Wie schaffe ich es, mich abzuheben oder was denkst du, ist wichtig, um sich durchzusetzen im Markt? Also früher war es so, du musstest auf jeden Fall als Band zum Beispiel dein Instrument beherrschen, um auf der Bühne auch bestehen zu können. Heute gibt es natürlich ganz viele, die glauben, wenn ich zu Hause am Computer einen Beat bastel und der klingt vielleicht wie Robin Schulz zum Beispiel, bin ich automatisch Robin Schulz. Ich glaube persönlich, es ist ganz wichtig, out of the box zu denken. Also wirklich nicht sich mit den gängigen Klischees zu befassen, sondern mach wirklich dein eigenes Ding. Du kannst dir Inspiration holen von ganz verschiedenen Künstlern, aber am Ende zählt deine eigene Persönlichkeit in deiner Musik, in deinem Song. Und das ist ganz wichtig, um sich wirklich abzuheben und aus der Masse auch rauszustechen. Wenn man jetzt also seine Musik nach draußen geben will, gibt es ganz viele Möglichkeiten, die auch sehr einfach zu bedienen sind. Neben den Dingen, die ihr vielleicht auch kennt, Spotify, YouTube, Soundcloud ist zum Beispiel eine Plattform, wo man ganz einfach Songs hochladen kann. Dann gibt es sowas wie Beatport, das ist zum Beispiel für Elektro-DJs oder Leute, die gerne Beats bauen, ist es eine perfekte Gelegenheit, Songs hochzuladen. Es gibt Softwares wie SpinUp, da kann man quasi seine Musik auf Spotify und auf iTunes einstellen mit nur ein paar wenigen Mausklicks. Da wird dann ein Bild hochgeladen, der Sound und so weiter. Oder es gibt auch Sachen wie Bandcamp, also wo du deine Musik hochlädst, wo Leute quasi entscheiden können, wie viel Geld sie auch für deinen Song, für dein Album zahlen. Also früher war es tatsächlich so, dass man eine Plattenfirma unbedingt gebraucht hat, um eine CD veröffentlichen zu können. Mit einem, mit zwei Mausklicks kannst du deine Musik heute ins Internet stellen und zwar kostenlos. Also diese Möglichkeiten gibt es alle und die Links und die Möglichkeiten, die sollte man nutzen. Und dann habe ich mich gezeigt, wie wichtig ist in deinen Augen eine Community und eine Fangemeinde zu pflegen und zu gründen und wachsen zu lassen. Also ohne Fans und ohne Community wird deine Musik wahrscheinlich nie so groß, wie du es dir vorstellst und wie groß sie werden kann. Deswegen ist es natürlich extrem wichtig, sich mit seinen Fans auszutauschen, sich mit ihnen zu beschäftigen, sich langsam, aber sicher eine Fangemeinschaft aufzubauen. Und auch wenn es ewig lange dauert, bis du 10 neue Follower hast oder dann vielleicht mal die ersten 100 oder die ersten 1000, hör nicht auf, quasi das, was dir auf dem Herzen liegt, deine Musik, deine Bilder, deine Geschichte, vielleicht auch was aus dem Entstehungsprozess, also wie du diesen Beat gebaut hast, wie die Bandproben waren, wie eure Konzerte gelaufen sind. Hör nicht auf, das immer wieder nach draußen zu tragen, denn damit lässt du die Fans quasi auch an deinem Weg teilhaben. Und das ist ganz wichtig. Welche Konzerte spielt der gerade? Ist der gerade im Studio? Wie weit ist sein Album? Also die Leute wollen das wissen, deswegen lass sie einfach auch daran teilhaben. Wir haben natürlich auch irgendwann angefangen, unsere Fanbase Stück für Stück aufzubauen. Am Anfang waren es nur Leute aus unserem Dorf, aus unserem Freundeskreis. Und dann spätestens, als wir irgendwann auf MySpace und auf Facebook, Instagram präsent geworden sind, haben wir gemerkt, wow, da sind ganz viele Leute von überall auf der Welt, die sich für unsere Musik und für das, was wir machen, begeistern können. Und daraus ist unsere Community entstanden bei den Killerpilzen, die KP Family. Als es dann so langsam entstanden ist und wir der Sache auch einen Namen gegeben haben,
war es für uns auch einfacher, mit diesen Leuten in Austausch zu treten. Wir haben auf Twitter hin und her geschrieben, wir haben Fanfragen beantwortet, wir haben auf Instagram Posts gemacht, wir haben auf YouTube Bandproben von uns mitgefilmt und den Leuten einfach auch so ein bisschen gezeigt, was machen wir als Band, wer sind wir. Deswegen nutzt auch diese Möglichkeit, quasi eine eigene Gemeinschaft aufzubauen. Denn am Ende sind das die Leute, die auf deine Konzerte kommen, die deine CDs kaufen, die deine Songs auf Spotify anhören und das sind die Leute, die deine Karriere vorantreiben können. Am wichtigsten ist natürlich immer das, was du präsentieren willst. Egal, ob es Musik, ein Film, ein Buch ist. Und du alleine entscheidest ja auch, was du nach draußen rausgibst. Was du auf Facebook postest, was du auf Instagram postest, welche Songs du veröffentlichst. Du alleine bist der Herr über den Inhalt, den du nach draußen gibst. Aber deine Fans und deine Community freuen sich natürlich, wenn sie auf diesem Weg bis zu einem Album, bis zu einem Song auch immer wieder so ein bisschen reinspitzeln dürfen in deinen Arbeitsprozess. Das macht das Ganze für die Leute draußen auch spannend. Deswegen lass sie ab und zu reinschauen, aber verrat ihnen auch nicht zu viel. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, das offline zu machen, indem man zum Beispiel einfach sich selber Flyer druckt und die an seiner Schule verteilt. Es ist einfach wichtig, dass die Leute wissen, du machst Musik und dass sie auf deine Konzerte kommen oder zumindest wissen, wo sie deine Musik anhören können. Und es geht natürlich nur, wenn die Leute auch untereinander anfangen zu sprechen und du ihnen die Möglichkeit gibst mit neuen Fotos, mit neuen Infos, dass sie immer neuen Gesprächsstoff haben. Also auch hier gilt einfach, trau dich, geh raus an die Welt mit dem, was du da machst, zeig dich, weil wenn du es niemandem zeigst, wird auch niemand wissen, dass du Musik machst. Da draußen wollen dich Leute finden, die wollen deinen Song hören, die wollen dein Album haben, deswegen stell es ihnen auch zur Verfügung. Mein Name ist Jo Halbig, ich bin seit 15 Jahren Musiker und Do-It-Yourself-Manager. Zeig's dir!